die Räume des migrantischen Vereins Almende, die für verschiedenste Gruppen als Treffpunkt sozialer, politischer und kultureller Aktivitäten genutzt werden, wurden 18 Stunden vor der angekündigten Zwangsräumung durch die Polizei besetzt. Vereinsmitgliedern wurde das Betreten des Hauses bzw. der Vereinsräume verboten. Kurz nach dem Bekanntwerden der polizeilichen Besetzung haben Hunderte von Menschen ihre entschlossene Solidarität mit Almende vor dem Haus zum Ausdruck gebracht. Eine angemeldete Kundgebung vor dem Haus wurde verboten. Schluss mit der polizeilichen Besetzung von Almende. Rufende Menge, die kurz davor in guter Stimmung protestierte, wurde geschubst, getreten und geschlagen. Eine junge Frau wurde bewusstlos geschlagen. Mehrere Menschen wurden verletzt und festgenommen. Ab 21 Uhr demonstrierten ca. 250 Menschen bis zum Kopzer Tor. Bei der Abschlusskundgebung wendete die Polizei wieder unverhältnismäßig Gewalt an. Wir verlangen die sofortige Freilassung aller Festgenommenen. Wir fordern die sofortige Rückgabe der Almende-Räume. Wir verurteilen die illegale Besetzung der Almende-Räume durch die Polizei. Diese Zahlen lassen uns zu. Davon haben wir genug. Diese Zahlen lassen uns zu. Davon haben wir genug. Diese Zahlen lassen uns zu. Davon haben wir genug. Diese Zahlen lassen uns zu. Davon haben wir genug. Die Wohnung ist leider übergeben an den Eigentümer. Wir räumen.